Heute geht es um die Vorhersagen von Nostradamus, von Baba Vanga und die Palmblattbibliotheken. Stimmen all die Vorhersagen oder stimmen sie nicht? Was bedeuten sie für unser Leben? All das wirst du jetzt gleich in meinem Video erfahren, also bleib dran. Wer mich noch nicht kennt, ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die wichtigsten, neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Kanal gleich zu abonnieren, damit du immer informiert bist. Herzlichen Dank dafür. Ja, und heute geht es mal um die Vorhersage für 2022. Das Jahr hat ja schon sehr turbulent begonnen und ich möchte gerne mit euch Nostradamus, Baba Vanga und die Palmblattbibliotheken mal anschauen. Vorher möchte ich auch sagen, nicht jede Prophezeiung wird wahr, nicht alles wird sich erfüllen, was da gesagt wurde. Und dieses, warum sich manches nicht erfüllen kann, das liegt an den Zeitlinien, das liegt an den Manifestationen der Menschen, je nachdem, in welchem Gedankengut sie sich befinden, denn dadurch steuern wir das große Kollektiv der Menschen, unsere Zukunft. Und das ist unsere große Macht, unsere große Kraft, die wir auch tatsächlich bewusst nutzen sollten, denn unbewusst benutzen wir sie alle. Und es gibt so einen schönen Satz: Die Zukunft wird durch eine tiefe, verbindende Spiritualität und durch schöpferisches Denken erschlossen werden, die gemeinsam die ewig gültigen Maximen des Lebens erkennen lässt, um sie dann in unserer Welt tatsächlich zu verwirklichen. Erst dann wird die Menschheit ihren gerechten Frieden finden. Und jetzt befinden wir uns gerade in dieser Wendezeit, von der in den vergangenen Jahren schon so viel gesprochen wurde. Und jetzt befinden wir uns also mittendrin in dieser großen Wende. Und so manch einer hat sich das alles ganz anders vorgestellt, als wie es jetzt gerade passiert. Denn es ist ja nicht ohne, wenn man jetzt darin so gefangen ist wie wir. Aber dieser eine Satz, der gilt immer wieder: Bevor sich etwas Neues installieren kann oder kommen kann, muss das Alte erst sich zurückziehen, muss das Alte vergehen. Und genau in dieser Erfahrung sind wir jetzt. Und es kann aber jetzt genau in dieser Zeit, und das ist so wichtig, es kann nicht sein, dass sich manche Menschen einfach zurückziehen und warten, bis es besser wird, weil da geben sie ihre ganze Verantwortung ab und können nicht dazu helfen, dass das Gute so schön kommt und können sich dann auch nicht beklagen, wenn es anders kommt, als wie sie möchten. Also es ist jeder einzelne Mensch gefragt, in seiner Manifestation, in seiner Vorstellung, wie die neue Erde sein soll. Und das ist doch nun wirklich eigentlich gar nicht so schwer, sich eine schöne Zukunft vorzustellen, eine Zukunft, in denen uns allen gut geht. Und jetzt wird halt gesagt, wir müssen erst noch mal durch ein paar Jahre hindurchgehen in dieser Übergangszeit und was da alles passieren könnte, nicht muss, wurde also jetzt vorhergesagt. Nostradamus, finde ich, der ist sehr extrem und er hat also gesagt, dass 2022 gezeichnet von Hungersnot und Krieg ist. Aber es muss ja nicht immer alles sich verwirklichen. Zum Beispiel Krieg. Wir haben ständig, nicht nur jetzt auf einmal im Februar, März, sondern wir haben ständig auf der Erde ungefähr 20 Kriege. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Ausnahmesituation wäre, sondern es wird halt auch sehr hochgespielt von den Medien und dadurch wieder eine bestimmte Angstenergie erzeugt. Also das hat er jetzt gesagt. Er hat auch früher in früheren Voraussagen hat er manches richtig vorausgesagt, zum Beispiel die Mondlandung und er hat auch den Einsturz von dem World Trade Center im Jahre 2001 vorausgesagt und er hat auch von Adolf Hitler Dinge vorausgesagt. Also manches trifft zu, was er sagt und manches eben auch nicht.
So sind seine Vorhersagen meist sehr vage. Er sagt jetzt, eine dramatische Wirtschaftskrise würde die Welt in Unruhe versetzen und die EU sollte zusammenbrechen. Das sind seine Vorhersagen. Ob es tatsächlich so weit kommt, weiß man nicht. Und er hat auch noch viel mehr gesagt. Aber ich will jetzt mal nicht auf alles den Fokus legen, sondern man sollte es mal gehört haben und immer, immer, immer denken, dass wir dies mit unseren positiven Gedanken ändern können, indem wir eine andere Zeitlinie nähren. Wenn wir uns natürlich gefangen lassen von den Nachrichten, ja, schalte doch mal den Fernseher ein oder schalte doch mal das Internet ein. Du wechselst ja nur den Bildschirm. Es ist ja dennoch die Medien vom Mainstream, die da beeinflussen mit ganz vielen negativen Nachrichten. Und ich habe es in meinem anderen Video, in meinem Livestream auch erklärt. Ich verlinke es dir gerade mal hier oben. Es geht um Propaganda. Das ist so mein Empfinden. Und dort habe ich das auch erklärt. Da könnt ihr es euch nochmal anhören. Und zwar um eine Beeinflussung über die Medien von den Menschen. Und das ist eben dieses Problem. Wir haben jetzt schon die zweite Welle der Beeinflussung, die die Menschen klein machen soll, in Schach halten soll. Baba Vanga ist eine Bulgarin, welche mit 85 Jahren schon gestorben ist und sie hat auch verschiedene Aussagen gemacht. Zum Beispiel sagt sie, dass in Sibirien im kommenden Jahr ein eingefrorenes Virus gefunden wird, welches durch die globale Erhitzung, durch diese Klimawechsel sich auftauen könnte und dann auf einmal ja schädlich sein könnte. Hat sie gesagt, auch das muss nicht unbedingt stimmen, denn es sind manchmal vage Vorhersagen und wie gesagt, wir gehen in das positive Denken und manifestieren Gesundheit für alle Menschen zum Beispiel. Ja, und sie sagt auch noch, dass es Probleme mit der Trinkwasserversorgung geben soll in mehreren Großstädten, aber sie hat sich da gar nicht genau festgelegt, also auch sehr vage, sehr vage. Was mich am allermeisten, und sie zum Beispiel hat jetzt nichts von Krieg gesagt, ne? Das ist schon krass. Sie hat also eher die Naturkatastrophen benannt jetzt. Und wir haben natürlich schon auch Stürme und Erdbeben und Sonstiges erlebt. Wir wissen auch, dass sich das verstärken könnte. Aber auch das können wir beeinflussen mit Licht und Liebe und mit der Hilfe der geistigen Welt, indem wir auch einfach die negativen Energien transformieren. Also ich will euch überhaupt keine Angst machen. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass jeder von uns die Kraft hat, mit einem positiven Gedanken das Gute und Schöne zu bewirken. Vielleicht kennt ihr auch diesen Schmetterlings, den Butterfly-Effekt. Das heißt, nur mit einem Flügelschlag kann sich alles ändern. Das heißt, mit nur einem guten Gedanken eines einzelnen Menschen, der noch fehlt für das Große und Ganze, kann sich alles zum Positiven ändern. Und das ist der Fokus, den wir wirklich darauf legen sollten, wie das Leben in der Zukunft jetzt sein soll. Denn wir bestimmen es mit unseren Gedanken. Und sobald wir in die Angst gehen, verstärken wir das Negative und geben der dunklen Seite unsere Kraft. Und das will, glaube ich, niemand. Die Palmblatt-Bibliothek, die hat jetzt, finde ich, die schönsten Voraussagen oder die Voraussagen, mit denen man mehr anfangen kann. Die sagt, ab 2022 zerfällt die Ordnung in der westlichen Welt weiter. Teuerung herrscht überall und viele sind dadurch, und das ist der Punkt, von Zuwendungen der staatlichen Hilfen abhängig. Das bedeutet, dass diejenigen, die an der Macht sind, dass sie diese Situation ausnutzen, um ihre Interessen noch weiter durchzusetzen und die Schwachen in Abhängigkeit zu halten. Das ist also wichtig. Versucht euch nicht unbedingt in diese negativen Schwingungen hineinzugeben und versucht auch vielleicht, ja, euch beruflich anders zu orientieren. Vielleicht
selbstständig zu machen. Zum Beispiel bieten wir eine Smarana-Partnerschaft an, in welcher du für das Licht wirken kannst, für das Licht und die Menschen Heilung bringen kannst, was genau im Sinne der neuen Zeit ist. Ich habe euch übrigens wichtige Links unter dem Video alle mal hingemacht. Ihr könnt da viel noch nachlesen. Auch über die Palmblatt-Bibliothek und über die Partnerschaft natürlich auch. Es wird einfach gesagt, es ist wichtig, dass die Menschen wieder in die Einheit kommen. Die wird im Moment auseinandergetrieben. Das haben wir schon gemerkt. Und wir können dies ändern, indem wir einfach uns vernetzen. Und das wird auch in der Palmbibliothek gesagt. Wichtig ist, dass die Menschen sich untereinander treffen, dass sie sich selbst organisieren. Denn durch diese Organisationen, durch diese Vereinigung der Menschen kann sich die Welt ändern. Nicht durch das, was uns aufgedrückt werden soll von den anderen, welche die Welt beherrschen möchten. Es liegt an uns selbst, die Initiative zu ergreifen und tätig zu werden. Da sind zum Beispiel auch, ich muss es jetzt nochmal sagen, die Plejaden, die Außerirdischen, der Galaktische Rat, da sind die zur Stelle und sie unterstützen uns, indem sie uns helfen, negative Energien einfach zu transformieren. Da sollte man sich dran orientieren, um den Energielevel der Erde wirklich in die positive Schwingung wieder zu bringen. Denn diese massiven zwei negativen Wellen, die es jetzt gibt, die erste ist ein bisschen abgeschlossen, jetzt kommt ja die neue mit dem Krieg, die soll ja die Erdenergie hinunterdrücken. Wir hatten schon eine sehr, oder wir haben immer noch eine sehr hohe Lichtentwicklung und dem entgegen sollen diese negativen Nachrichten wirken. Also das ist der Grund einfach, die Menschen noch mehr zu schwächen, noch mehr auszunutzen, noch mehr Macht auszuüben. Und wir können dem entgegenwirken. Es ist noch lange nicht zu spät, einfach mit positivem Denken und mit organisierten Selbsthilfegruppen für das tägliche Leben. So bestimmen wir die Zukunft. Also einfach Interessengruppen gründen und selbst tätig werden. Ich sag mal, das hat ja schon mit den Spaziergängen angefangen, wo wir Kontakte knüpfen können, um eben uns da nochmal ganz anders zu vernetzen, und zwar ohne Internet. Einfach im Ort, wo wir leben. Und das ist wichtig, weil das ist die Chance der Durchsetzung unserer Ziele. Es kommt auf uns drauf an. Es geht nicht, dass wir die anderen immer alle machen lassen. Denn dann wird über unseren Köpfen entschieden, Dinge, die wir gar nicht möchten. Ganz wichtig. Und die Palmblatt-Bibliothek sagt auch, dass ab Mai 22 das Leben sich wieder einigermaßen normalisieren wird. Und dass das die richtige Normalisierung, das braucht also bis 2023. Das ist ja jetzt nächstes Jahr. Also das heißt, wir gehen dadurch schon wieder ein bisschen in die Entspannung, in das normale Leben in Anführungsstrichen zurück. Natürlich wird es nicht mehr so sein, wie es vorher war. Wir haben ja auch viel gelernt aus dem, was geschehen ist, und das sollten wir auch umsetzen, so wie die Natur schützen und sich mehr um die Mitmenschen kümmern. Das sind alles Punkte, die finde ich, die sind sehr, sehr wichtig. Und unsere Machthaber, die jetzt gerade eben oder auch schon die ganze Zeit an der obersten Stelle sind und waren, denen geht es wirklich nur um die persönlichen Vorteile und Macht. Das steht in der Palmblatt-Bibliothek und das wissen wir eigentlich auch alle. Es werden die wichtigsten Probleme werden verharmlost und die Nichtigkeiten werden zu einem Streitthema. Und es ist einfach so, dass diese Menschen durch ihre falschen Entscheidungen so viel Konsequenzen nach sich ziehen, die eben unser gesellschaftliches Leben sehr betreffen. Viele Unternehmen und Geschäfte werden schließen, steht in der Palmblatt-Bibliothek. Oder viele Menschen würden ihre Arbeit verlieren. Das muss ja alles nicht eintreffen, wenn man sich selbst schon neu orientiert.
jetzt im Moment, was könnte ich anders machen, wie könnte ich mein Leben anders gestalten. Also einfach wirklich sich vielleicht auch mit anderen Menschen treffen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, und zusammen versuchen, diese Probleme zu lösen, schon im Vorhinein, dass man gar nicht so weit es erst kommen lassen muss. Und man weiß ja auch nicht, ob alles stimmt, was vorhergesagt wird, weil es hängt ja auch mit den Zeitlinien zusammen, je nachdem, wo unsere Energie hinfließt, in welche Zeitlinie. Und wenn sie in die Zeitlinie der neuen Welt nach dem Aufstieg fließt, dann wird sich das alles ganz anders gestalten. Es wird auch gesagt, dass die Krise in Europa bis 2025 uns noch beschäftigen wird, dass wir da mit diesen ganzen Dingen noch zu kämpfen haben. Und danach wird sich das alles wieder ein bisschen in eine andere Form normalisiert haben. Also es das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre vor uns, wo es auf jeden Einzelnen drauf ankommt, positiv zu manifestieren, wo wir unsere Werkzeuge, die Gedankenkraft nutzen sollten, um das einfach, das Schöne herbeizurufen, sodass diese negativen Vorhersagen gar nicht erst sich erfüllen können. Und es ist so, wir haben die Macht in der Hand. Aber wenn wir einfach sagen, auch ich habe damit nichts zu tun, ich bin in Liebe und Frieden, dann sind wir nicht negativ, dann sind wir passiv. Und Passivität ist nicht in Ordnung, weil man da die Verantwortung abgibt und andere beschließen, über den Kopf beschließen, was sein soll. Also seid bitte aktiv. Manifestiert eure Zukunft mit uns zusammen, mit allen zusammen. Hört schöne Meditationen, richtet euch immer dem Positiven aus. Dann kann euch schon mal diese negative Energie gar nicht fangen, die hier so täglich schamlos verbreitet wird. Das ist einfach mein Wunsch. Und dann wird alles besser werden. Dann wird diese Übergangsphase, durch die wir einfach durch müssen, das ist dieser Lauf der Zeit, dann wird sie nicht so schlimm werden. Und wir sind ja tatsächlich hierher gekommen, um einfach das zu erleben und mitzuwirken. Wir sind nicht gekommen, um hier passiv zu sein, sondern es ist der aktuelle Wille, die aktuelle Manifestationskraft eines jeden Einzelnen gefragt. Und alle zusammen, wir sind ganz, ganz, ganz viele, schaffen wir das. Und das ist einfach mein Wunsch an euch. Erkennt, egal wie viel negative Dinge vorhergesagt werden, egal wie viel negative Dinge der Mainstream einfach nach außen bringt, bleibt bei euch, bleibt in eurem positiven Feld, in eurer Liebe und manifestiert die Liebe und die gute neue Erde, die kommen wird. Und dann wird alles leichter. Es gibt so viele Hilfen und die Engel sind ja da, der liebe Gott ist da. Allein schon ein Gebet reicht jeden Morgen oder jeden Abend, ein kleines Gebet. Einfach, wo du dich bedankst für dein Leben, für alles, was du bisher erfahren hast und gleichzeitig bittest, dass doch der Frieden überall sein möge und dass wir schnell und leicht aus der Übergangsphase in die neue Welt hineinkommen. Also so mit deinen Worten, wie du es für dich passend findest, so kannst du dies tun. Und ich möchte mit diesem Video Hoffnung machen und einfach die Gewissheit euch auch geben, dass wir alles ändern können. Und lasst euch bitte niemals, niemals fangen von diesen negativen Energien, die ja doch sehr stark aufgebauscht werden im Moment. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch eine kleine Meditation mit euch machen, um euch noch mehr Kraft und Liebe zu geben. Und ja, ich danke euch sehr, dass ihr hier seid. Und ach so, noch ganz Wichtiges, was Wichtiges für euch. Es gibt für unsere Kanalmitglieder ein neues Webinar. Und zwar bilden wir aus zum galaktischen Boten. Und das bedeutet, dass du noch leichter den Kontakt aufnehmen kannst zu den galaktischen Wesen, welche uns ja helfen. Und es gibt auch eine so schöne
Schule, die Plejadenschule, welche du machen kannst, um da noch viel tiefer in das Thema einzusteigen. Alle Links sind unter dem Video. Und dann gibt es Ende August auch noch in Marburg ein Seminar, wo ihr mich alle persönlich kennenlernen könnt. Und da wird es auch um dieses Thema gehen. Ja, ich freue mich schon sehr darauf und ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Ja, und jetzt fangen wir an mit unserer Meditation. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich mit der 999 ein. Geliebte Menschenfamilie, geliebte hohe Lichter, mit großer Freude lade ich euch ein zu dieser kleinen Meditation, welche als Vorbereitung dient für die Botschaft, welche wir dann hören werden. Und so bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit dieser Liebe auszudehnen, so weit, wie es dir möglich ist, und ganz tief in deinem Herzen die Grenzenlosigkeit der Liebe und des Lichtes zu fühlen. Spüre, wie dabei sich dein Herz zu einer goldenen Sonne ausdehnt, und du jetzt genau in dieser goldenen Sonne stehst, verbunden mit deiner Seele und mit der Liebesenergie des All-Einen. Und nun versuche, diese Energie zu halten, denn wir werden die Worte der Engel des Friedens vernehmen. Einströmt das helle Licht des Friedens und der Liebe. Wir, die Engel des Friedens, wir sind heute gekommen, um dir zu zeigen, dass alles möglich ist, alles, was du selbst manifestierst, ist eine Energie. Und aus dieser Energie, aus dem Denken der Manifestation, werden Taten und es wird so geschehen, wie du denkst. So bitten wir dich zu erkennen, dass du selbst eine sehr große Macht hast. Und wir bitten dich auch zu erkennen, dass, wenn du diese Macht nicht annimmst, du dich auslieferst den anderen Mächten, die dich vielleicht ausnutzen möchten. Und so möchten wir dir die Türe zu deinem inneren Frieden öffnen. Diese Türe befindet sich in deinem Herzensraum und so gehe nun in deinen Herzensraum und fühle die Ruhe, fühle deine Energie und fühle auch den Frieden, denn es ist der Urfrieden des Vertrauens an die göttliche Macht, an die göttliche Liebe, an die göttliche Kraft, welche jeder Mensch in sich trägt. Und wenn du nun aus dieser großen Kraft heraus deine Manifestation machst, wenn du nun jetzt in diesem Moment aus deinem Herzen heraus dir genau das vorstellst,
Frieden, Liebe, Freude, Gesundheit, Fülle auf allen Ebenen. Dann wird sich dies auch erfüllen und umso mehr Menschen diese Manifestation jetzt aus ihrem Herzen heraus machen, umso mehr Kraft bekommt die Zeitlinie der neuen Erde, welche unser Bestreben ist zu erreichen. Denn wir sind genauso daran interessiert, wie die Menschen auf der Erde, dass die göttliche Ordnung auch auf der Erde einziehen darf. Und so fühlst du sicher jetzt in deinem Herzen eine intensive Energie, vielleicht sogar einen kleinen Druck. Und dann bitten wir dich, dich zu öffnen. Öffne dein Herz. Denn wir möchten dir die Energie des Friedens übergeben, die Energie des göttlichen Friedens, so dass sie sich mit deiner Energie des Friedens verbinden kann. Und ab sofort deine Gedanken dies als Grundenergie tragen. Spüre jetzt, was diese Worte mit dir machen. Denn es wird sich ein großes Feld, der Liebe für dich öffnen. Und diese Liebe, sie hüllt dich vollkommen ein. Sie zeigt dir den Weg des Lichtes und sie zeigt dir den Ausweg aus all den Dingen, die geschehen mögen und eine niedere Schwingung tragen. Und so nimm jetzt diese Energie wahr. Ich lasse dir ein wenig Zeit für deine Manifestation, für die neue Erde. Und so fühlst du, wie wir die Engel des Friedens bei dir sind. Und du weißt jetzt auch, wie du wirken kannst. Und wenn es dir möglich ist, dann nimm dir bitte jeden Tag ein wenig Zeit, um die positiven Energien, so wie wir es gerade gemacht haben, zu verstärken. Und so bringen wir dich wieder in deine Dimension voller Liebe, voller Achtsamkeit und senden dir den himmlischen Gruß von Smarana und wisse, du bist so sehr geliebt. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder vollkommen hier. Ich danke euch sehr, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt und ich wünsche euch ganz viel Frieden, Liebe und Kraft, Gesundheit und Fülle. Bis zum nächsten Video. Und wenn dir die Botschaft wichtig ist und dir mein Video gefallen hat, dann darfst du mich abonnieren, indem du hier auf die Kugel klickst.
Und ich danke dir jetzt schon dafür. Tschüss.